den Büros in Teneriffa. Ich führe euch mal rum. Ja, das hier sind die Tische und Stühle. Jetzt haben wir jetzt gerade mal die Chance genutzt, wenn keiner da ist, und zeige euch mal kurz die Büros. Ja. Zu früh gefreut, da kommt jetzt der Kollege auch aus Deutschland. Also so sehen hier diese Büros aus. Die haben hier auch noch weitere Monitore, wie man sieht. Die kann man sich dann anstöpseln. Die haben LAN-Anschlüsse hier. Damit ist das Internet wirklich top. Aber über WLAN ist es eigentlich auch sehr gut. Ja, die Stühle sind sehr, sehr schön. Kann man hier mal anschauen. Zack. Ja, die sind also wirklich gut zum Sitzen. Nur die Tische sind nicht ganz so ideal. Sind dann natürlich auch nicht höhenverstellbar. Das war jetzt auch nicht zu erwarten. Aber sie sind irgendwie so, finde ich, von der Höhe ein bisschen ungünstig. Aber klar, das muss halt auf alle Größen angepasst sein. Wahrscheinlich haben sie da irgendeinen Mittelwert genommen. Toll finde ich auch, dass die hier solche Spinde haben. Denn dann kann man hier als Abend seine Elektronik verstauen. Und wenn man am nächsten Tag kommt, muss man nicht immer alles mitschleppen. Die haben auch hier so einen Ball mal hingemacht. Und da hinten so ein bisschen was zum Hinsitzen. Klimaanlage gibt es natürlich. Also ist eigentlich ein ganz nettes Büro, muss man sagen. Der Boden sieht auch sehr top aus. Ja, wir haben jetzt gerade noch ein bisschen Bier getrunken mit den Kollegen. Wir haben jetzt hier nach der Ortszeit ist 9 Uhr. Um 10 Uhr schließen die Büros. Sie machen morgens um 8 Uhr auf. Bisschen ungünstige Arbeitszeiten. Und da kommt gerade der Kollege aus England. Da drüben haben wir so einen Raum, wo man Skype-Konferenzen machen kann oder auch Videos aufnehmen kann. Das ist also so ein Ruheraum. Ich zeige es gerade mal. Ja, das kann man auch reservieren. Schauen wir uns das mal an. So sieht das Ganze aus. Auch hier ist ein LAN-Anschluss verfügbar. Hinten auch ein Stromanschluss. Also hier haben wir den LAN-Anschluss. Dann haben wir hier logischerweise Beleuchtung, wenn man dann Videos aufnehmen möchte. Und wie man hier sieht, ja, ist es also ideal, um ruhige Aufnahmen zu machen. Auch hier hat man so eine Möglichkeit zum Hinsitzen. Finde ich auch irgendwie cool. Ja, so viel aus unseren Büros. Ich freue mich, dass ihr zugeschaut habt, und bis zum nächsten Mal.